Mein Name ist Tobi, willkommen auf diesem Kanal. Wir reagieren hier auf Menschen, die uns inspirieren, die uns weiterbringen können. Wir machen aber auch Interviews mit inspirierenden Menschen und so jemanden haben wir heute bei uns, Christa Jasinski. Ich bin auf dich aufmerksam geworden durch Christina von Dreien. Sie hat gesagt, dass es die innere Erde gibt und das war vor einem Monat. Ich hatte das nicht gewusst und ich war wirklich baff. Da habe ich im Video gefragt, ob jemand jemanden kennt und da kam dein Name. So, es freut mich sehr, dass wir das Interview machen können. Und genau, du hast so viele Bücher geschrieben, vor allem von Alfie Jasinski. Also du hast sein Tagebuch weitergeführt sozusagen in Buchform. Und genau, ich würde dich gerne einfach fragen, vielleicht kannst du uns ein Bild zeichnen, wie es dort aussieht. Gibt es dort Regen? Gibt es dort eine Sonne? So, ich stelle mir das vor wie das Paradies. Vielleicht kannst du uns ein bisschen ein Bild zeichnen. Genau. Ja, das Paradies ist da nicht sehr weit entfernt davon, würde ich sagen. Ja. Ja, im Innern der Erde, also das Herz unserer Erde, also das absolute Zentrum unserer Erde ist tatsächlich eine Sonne und kein flüssiger Eisenkern. Und diese Sonne beleuchtet die Erde von innen heraus. Sie steht auch in Kommunikation mit unserer äußeren Sonne, also oder in, ja, im Austausch, keine Ahnung, energetischen Austausch, würde ich es mal bezeichnen. Ja, es gibt dort Land, genau wie hier, weil eben die Sonne scheint, es gibt Regen. Ja, es ist, die beiden Pole sind offen, letztendlich. Also sie sind nur energetisch verschlossen. Ja, und dadurch gibt es vollständigen Austausch auch zwischen innen und außen. In allem. Ja, was interessiert dich da am meisten? Es leben Menschen dort? Ja. Also leben die Menschen schon immer dort? Oder ich habe mal ein Video von dir gesehen, dass die Außerirdischen hierher gekommen sind und uns gegeneinander aufgehetzt haben. Und das ist so meine Frage, waren schon immer Menschen dort oder ist es erst bei diesem Zeitpunkt, sind wir dort reingegangen? Oder wie sieht Nein, es? es war, also das war zumindest mal offen und man konnte sich entschließen, auch innen zu leben. Okay. Ja, also es war nicht so, dass da der Großteil der Menschen lebte. Ja, der Großteil der Menschen lebte tatsächlich auf der Oberfläche. Nur haben sich dann, als dann die Außerirdischen kamen, halt einen Teil zurückgezogen dahin, weil sie damit nichts zu tun haben wollten. Wir sind mit offenen Armen auf die Außerirdischen entgegengegangen und mussten miterleben, was danach alles passiert ist. Ja? Während die Innerirdischen, die dort leben, konnten ja das weiterleben, ich weiß nicht, kennst du die Anastasia-Bücher? Ja. Nicht? Ja, genau, was die Anastasia als vedisches Leben bezeichnet. Und so leben die dort auch. Und Tiere Ja. gibt es da nämlich auch an, oder? Tiere. Ja, es gibt dort sogar noch Tiere, die hier bei uns ausgestorben sind längst. Also ich weiß zum Beispiel, dass im Bereich der Pole auch Mammuts gibt noch. Wow. Aber nur im Bereich der Pole, weil die können in so wärmeren Regionen nicht leben. Jetzt ist in Innererde sowieso nicht ganz so heiß wie bei uns. Also wenn dort dort ist immer ausgeglichenes Klima, wenn man sich im Zentrum befindet, weil es nicht diese Kälte gibt, wie wir sie im Winter haben, und nicht die Hitze. Außer man geht Richtung Pole. Und wenn man Richtung Pole geht, dann kann es auch sein, dass dort tatsächlich mal Schnee gibt. Aber das ist eher. Also die Temperaturen sind so wie bei uns so auf Teneriffa oder so, also auf diesen Inseln, die so sehr gemäßigtes Klima haben. Also sehr angenehm auch zum Beispiel zum Pflanzen anbauen, also wahrscheinlich das ganze Genau. Jahr. Okay, Ja. wunderschön. Und zum Beispiel, also du hast etwas gesagt von der inneren Sonne, die strahlt heraus. Wie muss man sich das vorstellen? Also spüren wir das oder wie ist das? Also sie strahlt nicht heraus, sie strahlt im inneren Bereich. Allerdings ist das, was wir als
das gibt das Polarlicht sehen. Da kommt es schon mal raus. Das stammt tatsächlich davon. Okay. Und die Tiere, also bei uns ist es ja so, dass die Tiere sich töten und so. Und ist das dort auch so oder ist hier etwas schiefgelaufen? Ich habe auch schon Videos gesehen, vielleicht an Verschwörungstheorien, dass es hier mal auch so war und dass wir irgendetwas falsch gemacht haben oder dass hier auch die Energie falsch ist, negativ. Ja, also es gibt in der Erde zwei verschiedene Spezies. Das eine sind die Homo sapiens civilis, die damals auch mit hingegangen sind. Das andere ist eine Spezies, von denen unsere Wissenschaftler auch Knochen gefunden haben, die bezeichnen sie als die Neandertaler. Und die sind ausgestorben, die leben dort. Und die Homo sapiens, in der Erde essen überhaupt kein Fleisch. Ja, also sie ernähren sich nur von Obst und Gemüse. Bei den anderen ist es ein bisschen was anders. Sie bezeichnen sich selber übrigens als Reptus, weil sie zwei Reptogene mehr haben als wir. Okay. Auch in unserem Reptohirn, wir haben ja auch ein Reptohirn, wir haben also auch eine Reptogenetik als Grundlage, aber die haben halt zwei Gene mehr davon. Deswegen sagen wir, wir sind halt eher reptiloider Natur als ihr. Ja, und bei denen ist es so, dass die auch sich normal nicht mit Fleisch ernähren. Denen reichen auch Früchte und Gemüse und solche Dinge. Aber sie bauen ganz innige Beziehungen zu Tieren auf. Zu Tieren, die innerhalb der Natur leben. Ja, ja, sie haben keine Haustiere, sondern sie freunden sich einfach mit Tieren außen an. Und wenn diese Tiere sterben, erlegen die sich, kommen die zum Sterben zu dem Menschen, zu dem sie diese Verbindung aufgebaut haben. Und sie nehmen dann diesen Körper an und essen den in Gedenken an das Tier. Das hat was eigentlich mit ich ehre das Tier zu tun. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass sie das Fleisch essen um des Fleisches willen. Das ist Okay. eine andere Kultur. Ja. Ja, die Homo sapiens machen das nicht und da passiert auch nicht, dass sich die Tiere dort zu denen hinlegen. Ja, das passiert nur bei diesen Neandertalern oder Reptiloiden Ja. oder Okay. Fleisch. Und die Tiere untereinander? Also ein Löwe frisst das eine Gazelle dort unten oder ist das genau gleich dort? Also letztendlich, wenn das die Natur gesund ist, ja, gibt es schon alleine durch die Natur unterschiedlich, also dass eine Überpopulation beschränkt wird und solche Dinge alle. Aber es gibt sehr wohl, dass ein Löwe auch eine Gazelle frisst, aber dann ist die nicht gesund. Eine gesunde Gazelle kann ein Löwe nicht kriegen. Also weil sie zu schnell ist, oder? Ja. Weil, ah, okay. Ja, Okay. also die greifen gesunde Tiere nicht an. Die greifen nur kranke Tiere an. Und die Gesprächspartner von Innererde haben zum Alf mal gesagt, wir haben ein gestörtes Verhältnis zum Tod, weil für eine kranke Gazelle kann das sogar gut sein. Ja, weil sie kommt dann, ja, beim nächsten Mal hat sie wahrscheinlich einen gesunden Körper. Ja, wir haben, ja, es hat mit unserem gestörten Verhältnis zum Tod zu tun, dass wir damit nicht wirklich umgehen können. Ja. Können wir dort auch reinkarnieren, wenn wir wollen? Wenn das eine Aufgabe unserer Seele ist oder damit zu tun hat, immer, ja. Okay. Es hat ja dann, unsere Seele inkarniert ja nach dem, was, also wenn man das Wort Karma betrachtet, bedeutet Karma einfach nur Ursache und Wirkung. Und wenn bei uns noch bestimmte Dinge einfach nicht geklärt sind, dann sucht die Seele danach das Umfeld aus.
Aber wenn wir bestimmte Aufgaben im Leben haben und so sucht die Seele auch danach das Umfeld aus. Ja? Theoretisch könnten wir uns das vornehmen. Okay. Ja? Allerdings nur, wenn wir dann auch an uns arbeiten, denn die leben in der fünften Dimension. Und wenn ich nicht dazu in der Lage bin, in der fünften Dimension zu leben, kann ich mir das 10-mal wünschen, das bringt nichts. Ja? Also wir müssen auch bereit sein, dafür was zu tun. Und also, du hast auch gesagt, dass viele, zum Beispiel die Mayas und so, die hier oben gewohnt haben, gelebt haben, sind auch dort reingegangen. Also es gibt eigentlich alles, was wir in den Geschichtsbüchern lesen, gibt es dort unten noch, oder? Also nicht alles, aber. Ganz so ist es nicht. Die Mayas sind da nicht. Ah, okay. Die Mayas waren Außerirdische, ja, die hier gelebt haben, die sind aber irgendwann weg, weil sie wussten, ihre Zeit ist hier vorbei. Deswegen gibt es, sie haben auch gesagt, wir kommen irgendwann wieder. Deswegen gibt es in Südamerika ganz viele, die hoffen, dass die wiederkommen. Ja, Mayas gibt es dort nicht. Es gibt andere, alles Mögliche, ja, aber die meisten, also die meisten, die dort leben, sind halt der Homo sapiens oder dieser Homo repticus, ja. Okay. Es gibt aber von vielen anderen Sternen oder ja, Zivilisationen von anderen Sternen Besucher dort oder Vertreter ihres Sterns, ja. Oder ihres Planeten. Und der Nord- und Südpol, das wäre ja eigentlich der Eingang. Also wir könnten ja eigentlich runtergehen, aber dort ist es ja ziemlich abgesperrt. Stimmt das, dass dort militärisch? Ja, allerdings, das war eine der erstaunlichsten Antworten, die Alf gekriegt hat, als er gefragt hat, wie schützt ihr das? Ja, es ist geschützt, ja. Und dann haben die gesagt, das machen wir gar nicht selber, das machen Naturwesenheiten für uns. Die halten das dicht für uns. Die haben von uns den Auftrag, das zu tun, und die machen das. Aber fragt mich nicht genau, wie. Ich fand diese Antwort allerdings sehr verblüffend damals. Also die wollen, also die Militärischen, die wollen aber auch nicht, dass Menschen von der Innererde rauskommen. Also die wissen wahrscheinlich das, oder dass dort inner Leben gibt in der Innererde. Ja, die wissen das. Es ist ja auch, sind ja auch der eine oder andere ist mal durchgekommen. Also es gab zum Beispiel, ach, wie heißt er jetzt, den amerikanischen Offizier, der dort hingekommen ist. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, wenn du ein reines Gewissen hast, kommst du sogar durch. Okay. Ja, also ich glaube, das ist einfach so wie Tiere spüren, ob ein Mensch mit bösen Absichten kommt oder nicht. Ja, so spüren, dass die Naturwesen erst recht demnach reagieren die. Also alles noch viel mehr auf der energetischen Ebene. Also ja. Genau, das läuft nur über die energetische Ebene ab, nicht anders. Über die feinstoffliche Ebene letztendlich. Und wie ist dann Alf dort runtergekommen? Also wie hat sich das Ja, letztendlich war das eine Form von Teleportation, aber er selber konnte nicht teleportieren. Er wusste nicht, wie man das macht. Man hat ihm deswegen also so ein Vehikel, also irgendwas geschickt, ja. Und zwar, man schickt ihm, wenn er einfahren konnte. Letztendlich ist das tatsächlich, die Absprachen sind übers Telefon gelaufen. Er hatte sein Handy mal. Nein, einer von denen ist mit ihm ausgefahren, also zu uns, und hat an seinem Handy was gemacht. Und daraufhin konnte er eine Nummer anrufen und auflegen, und dann wurde er zurückgerufen. Ja, und die haben ihn hin und wieder angerufen, haben dann gefragt, ob er einfahren will. Und wenn ja, oder wenn, ob er kann. Und wenn ja, sagten die ihm, komm um die und die Uhrzeit an die und die Stelle. Und das war immer eine Stelle in der Natur. Dort ist ein Zeitfenster offen. Und man hat, und wenn er dahin kam, hat sich vor ihm so was
wie eine Blase geöffnet. Also er konnte das vorher nicht sehen. Das war plötzlich offen und dann stieg er da ein und das schloss sich. Und er sagt, das war mein Fahrstuhl nach Innererde. Das war organisch, ja, und dieses Teil hat ihn nach Innererde gebracht. Und es war tatsächlich die Innerirdischen sprechen von der Seelensignatur, aber wir sagen Aura dazu, ja. Ja. Mhm. Also auf seine Seelensignatur eingestellt. Das heißt, wenn ein anderer hingekommen wäre, hätte sich dieses Ding nicht geöffnet. Ja. Okay. Und er hat vorher schon mal in einem anderen Leben damit Kontakt gehabt. Genau, er hatte in früheren Leben Kontakt und darauf haben die aufgebaut. Und sie wussten, deswegen es haben viele andere auch Kontakte. Ja, die meisten sprechen nur nicht drüber. Aber sie wussten, dass er den Mut haben wird, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Okay. Also sie wollen eigentlich, dass man es weiß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie wünschen sich, dass man es weiß. Ja. Sie werden selber noch nicht kommen, weil das ist einfach zu früh. Ja, die Menschen sind dafür noch nicht reif für den Kontakt. Aber als Prognose wird es mal so weit kommen. Also das kann man ja nie machen, eine Prognose. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie nach oben kommen werden und es wieder aufgeht? Ja, das ist Ihr großer Wunsch. Tatsächlich. Ja. Aber das ist vor allen Dingen diese Reptus oder Neandertaler, ja, die sehen ja etwas anders aus als wir. Die sind gedrungener, die haben eine fliehende Stirn. Wir halten Menschen mit einer fliehenden Stirn auch für dumm. Ja. Ja. Sie haben auch behaarter als wir etwas, ja. Und man könnte die für primitiv halten, wenn man die erst zum ersten Mal sieht. Und die haben richtig, richtig Bedenken, hier hochzukommen, weil sie nicht wissen, weil auch schon schlimme Dinge passiert sind. Also in einem der Bücher ist beschrieben, wie einer von ihnen in einem unserer Labor gelandet ist. Deswegen wird da nicht allzu offen darüber gesprochen, wie man da reinkommt. Die hatten ja vorher schon Bedenken, dann haben sie es jetzt sicher auch, wenn sie sehen, was hier alles abläuft. Ja, genau. Und die helfen uns aber auch durch Inspirationen von unten, oder? Das... Naja, also wer die Bücher gelesen hat, die Alf, also das sind ja Alfs Tagebücher, die ich abgeschrieben habe, nachdem er gestorben ist. Er hatte das erste Buch selber geschrieben, das zweite war zur Hälfte fertig und ich habe dann irgendwann das weitergeführt, weil ich dann irgendwann dachte, das Wissen ist so umfangreich, dass es unter die Menschen muss. Und der weiß, es geht nicht wirklich nur um Innererde, es geht tatsächlich, das ist voll mit Wissen, ja, Wissen auch, das uns weiterbringt. Ja. Also mich haben die Aussagen teilweise umgehauen. Ja, also so, was da alles kam. Ja, weil ich das auch teilweise nachprüfen konnte. Ja. Und aber ich wäre da nie drauf gekommen. Ja. Wissen die oder weißt du, wieso hier, also ich frage mich diese Frage immer wieder, hier oben ist ja das Böse so präsent, also das Böse einfach. Und wo ist das Licht so? Also es ist wie eine Diskrepanz, also einfach ein Ungleichgewicht von dem Guten und von dem Bösen, dass das Böse viel mehr zu sehen ist, sozusagen. Ja, obwohl, also wenn viel Böses ist, ist auch viel Licht, immer. Also man muss sehen, das Licht, was wir oft als besonders Licht bezeichnen, ist auch so ein blendendes Licht teilweise. Also das ist dann die andere Seite der Waage. Ja? Die Waage muss nämlich immer im Ausgleich sein. Ja? Das eigentliche Licht, das Licht Gottes, ist in der Mitte. Ja? Man kann sich vorstellen, wie so eine Balkenwaage. Hier ist Böse und hier ist dieses überhöhte Gute. Okay. Ja, in der Mitte ist gerade recht, so wie es sein muss. Sei in deiner Mitte ist eigentlich auch eine große Weisheit.
Und dass das Böse bei uns so stark ist, hängt natürlich auch mit uns zusammen. Also ich sage immer wieder mal, wenn ich mit Leuten darüber spreche, wie oft habt ihr in eurem Leben gelogen? Ja? Wie oft lügt ihr oder macht selbst Notlügen? Ja? Oder wie oft betrügt ihr? Wie oft macht ihr alles das? Ihr macht das auch. Auch wenn nicht so hart. Ja, so ganz offensichtlich. Aber solange wir das in uns haben und das nicht auch in uns verändern, wird sich die Welt nicht verändern. Es fängt immer bei uns selber an. Alles, Ja. alles hat nur mit uns zu tun. Ja, weil wir werden ja wirklich sehr gebrainwashed und so. Also die ganze Schule und so ist ja wirklich einfach, um unsere Seele zu überdecken, sozusagen, sage ich es immer wieder. Dass wir eigentlich Ja. verlieren, wer wir sind, oder? So. Ja. Ich habe noch eine Frage, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich habe einen Schrebergarten und der Nachbar benutzt immer Schneckenkörner und ich nicht, weil ich versuche, die Natur zu schonen. Und irgendwie geht das für mich nicht auf, weil ich versuche, die Natur zu schonen, aber der Nachbar hat viel bessere Bohnen und alles. Und ich habe manchmal das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, weiß auch nicht. Verstehst du die Frage? Ja, obwohl, also ich hatte früher, es kommt immer auf viele Dinge an. Ich habe früher ja schon auch teilweise in Selbstversorgung gelebt und ich hatte ohne all die Chemie wunderbare Bohnen und solche Sachen. Es hängt, natürlich gehört dazu ein bisschen was, den Boden aufzuarbeiten, aber eigentlich gehört noch mehr dazu. Es gehört tatsächlich für mich, ja, dazu auch mit diesen Pflanzen zu kommunizieren. Die reagieren auf uns. Die reagieren tatsächlich auf uns. Ich habe ein Beispiel. Der Alf war mal sehr krank. Dem war ein Aneurysma im Bauch geplatzt, viel Blut verloren und dann hat sein Arzt mir gesagt, ich soll alles dafür tun, dass er wieder Blut, dass alles möglich machen, also dass er isst, blutbildende Dinge isst und solche Sachen. Und da war mir, ja, ich hatte ein bisschen rote Beete im Garten, aber nicht viel. Ja, und habe gedacht, rote Beete ist genau das Richtige dafür. Und ich habe dann angefangen, ihm regelmäßig das auszupressen. Und weil er so mochte, er keine rote Beete, er wollte die also so nicht essen. Ich habe ihn die dann ausgepresst mit ein bisschen Orangensaft dazu. So dann konnte er das trinken. Und plötzlich fing meine rote Beete im Garten an zu wachsen. Wie irre. Ja, ich hatte später solche Dinger, ja, also wie Rüben so groß, ja. Und, innerhalb relativ kurzer Zeit. Also es ist wirklich wichtig, dass man auch lernt, ja, zu kommunizieren oder es fragt, warum klappt das nicht so richtig mit uns, ja. Also es hat immer einen Grund, wenn man dafür natürlich tut und das alles dafür tut und die entsprechend auch blüht. Ja, Ja. klar. Ja, und bei dem schönen Wetter, jetzt ist es zum Glück schönes Wetter. Und dann kommen sie ja nicht, wenn es heiß ist. Das ist ja das Gute. Ja. Was ist so die wichtigste Information, die wir aus der Innererde bekommen können, so was hilft uns? Also die wichtigste Information, eigentlich stand die schon auf dem Tempel zu Delphi, Mensch, erkenne dich selbst. Ja, das ist ungeheuer wichtig, dass wir immer wieder in uns fragen, ja, warum ist das so, warum passiert mir das? Ja, es läuft alles, die kosmischen Gesetze sind da sehr rigide und unter anderem eben auch Ursache und Wirkung, ja. Wenn ich die Ursachen für Dinge, die mir passieren, im Außen suche, dann suche ich an der falschen Stelle. Ich muss die tatsächlich in mir suchen. Das ist also das, wo auch Alf immer wieder darauf hingewiesen wurde. Ja, es ist immer sehr simpel. Wir suchen immer außen Antworten, aber eigentlich müssen wir bei uns anfangen, ja.
Ja, und seit ich das mache, passieren wirklich unglaubliche Dinge. Und ich hatte heute Nachmittag, hatte ich dir vorhin ganz kurz gesagt, bevor wir hier mit dem Film angefangen haben, ein privates Problem. Ja, und ich frage mich, warum mir das jetzt genau zu dem Augenblick passiert. Das, und dann werde ich das in mir ändern, sodass mich das nicht mehr einholt. Ja. Es ist ja auch Also so schwieriger. arbeite ich mir vor. Aber dann muss man unglaublich ehrlich zu sich sein. Ja, voll. Es ist auch schwierig, Ja. weil wir haben ja drei Teile und manchmal entscheidet die Seele etwas anderes als unser Geist. Und hast du Ja. irgendeinen Tipp, wie man das auf gleiche Ebene bringen kann? Also, dass man eigentlich alle drei Teile in sich vereinen kann. Ja, wir haben ein Gewissen. Ein Das Gewissen. ist, ja, das ist unser, eigentlich unser bester Anleiter für alles. Okay. Ja, wir wissen, ob was gut ist oder was richtig ist. Und wir wissen viel mehr, als wir oft glauben. Aber ist ein Gewissen nicht manchmal auch von den Eltern und so auf uns übertragen worden, dass wir Ja, da gibt es, das stimmt, das tun Eltern mit Kindern. Tatsächlich, aber das kann man ganz leicht lösen, indem man fragt, wem dient das? Wenn es nicht mir dient, ja, also das, weshalb ich ein schlechtes Gewissen habe, oder der Umwelt dient, also der Natur dient, also entweder mir oder der Natur dient, dann ist es falsch. Also wenn es nicht dir dient unter der Natur. Also ja, wenn mir also jemand sagt, das ist das, was du machst, ist falsch, und dann ja, oder ich denke, das ist falsch, dass ich das tue, weil irgendwelche Dinge, die meine Eltern mir aufgeprägt haben, dann noch wirken. Und dann frage ich, warum? Ja, wem dient das, wenn ich das jetzt nicht mache? Ja, und wenn das gar nicht mir dient, sondern weiß ich irgendjemanden, der uns solche Dinge, der uns das zu bringen will, Dinge zu tun, die nicht für uns gut sind. Ja. Ja, dann ist diese Frage sehr berechtigt. Das ist eine gute Frage, weil wir leben ja eigentlich alle, also die meisten, nicht unser eigenes Leben. Wir leben wie die Genau. Gesellschaft und alles. Also wir gehen zur Arbeit. Ich bin mein ganzes Leben lang zur Arbeit gegangen, wollte aber nie wirklich. Und ja, das ist wirklich, aber auch schwierig, da rauszukommen halt. Es ist das System. Aber es, ja, es fängt bei uns an. Und diese Fragen sind immer gut. Genau, immer wieder reflektieren auch. Ja. Ja. Ich danke dir vielmals, hast du dir Zeit genommen. Ja, gerne. Und ich schaue alle deine Videos, sind sehr inspirierend. Und ja, ich danke vielmals und wünsche noch einen schönen Abend. Es war ein bisschen Ja. wirrwarr, aber ja, ich hoffe, die Menschen können etwas mitnehmen. Genau. Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ja, ich danke dir auch. Danke vielmals. Also, Tschüss. tschüss.